So, jetzt die Frage, geht's denn jetzt bei denen los? Das werden wir ja gleich sehen. Aber das sieht schon ein bisschen ernster aus. Bin mir da noch ganz unsicher, ob die jetzt schon ernst spielen. Was könnte sein? Das sieht schon. Ist ernst? Ist jetzt ernst? Oh, es ist ernst. Ja, ja, jetzt stimmt doch alles hier. Das Layout passt. Serious. Ich habe noch kurz mein Tablet geholt, damit wir euch natürlich auch hier im Chat sehen können. Yeah, yeah. Hey, nice grab, into next. Okay, jab, cheek, nichts. Das war 10 Jahre Abfisch auf nach von Captain Cool. Okay. Rapid Jab von. Gib den Balken! Oh, heftiges Knie. Aber leider voll daneben. Es geht jetzt los. Ja. Okay, also. Bin vor allem gespannt, wie gut Mikago killen kann. Ja. Vor allem wir gegen. Captain Falcon spielt, vor allem gegen Cruz Captain Falcon, weil dem ist eigentlich so mal richtig egal, wie er spielt. Ja, auf jeden Fall. Es kann manchmal gut sein, aber manchmal auch nicht. Oh, berüchtigte Down B wieder auf Center Stage. So, ab jetzt können wir euch im Chat sehen, falls ihr noch irgendwelche Begegnungen habt oder sowas. Ja, das Cruel Knee, echt. Ich will auch heute ein Cruel Knee sehen. Entweder ein Nair-Knee oder irgendwie Jab-Jab-Knee, irgendwie ein Shield-Break oder sowas. Da wird ein Cruel Knee auf jeden Fall kommen. Den Falcon Punch wäre ich auch zu haben, ne? Oh! Okay. Hier gerade Cruel tatsächlich mit den Killing Problems. Beide gerade schon in den Kill. Hey, Folgelos, Kaui, was geht ab? Ja, alles gut. Hat geklärt. Da steht zwar nicht. Weißt du, es ist von Mies Caken, ihr wisst Bescheid. Ja. Immer on the toilet of life. Okay, down tilt into back air. Ja, da konnte Leute nicht so viel machen. Das ist wirklich sehr spannend hier. Beide sehr easy. Schöne Fetzerei hier des Ultra Deluxe. Deluxe. So. Oh. Nochmal für Fuego Elo. Jetzt steht Bicycling Squall on stream. Ah, die Shield-Kombos gedroppt. Ja, aggressiver Cruel. Oh, okay. Killt ihn damit SD eigentlich. Ja, es war eher ein SD auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Irgendwie hatte kein Jump mehr gehabt, aber Mist, irgendwas. Aber auf jeden Fall ein guter Lead jetzt für Cruel, das muss er natürlich nutzen. Außer ja. Mikago holt sich das. Oh, das war. Oh. Okay. Oh nee, so darf er eigentlich gar nicht landen, aber macht er. Macht er. Mhm. Sehr gespannt, wie Mikago jetzt spielen wird, wenn er hinten liegt. Heftig von Captain Cruel. Ja, Nazimat sehe ich hier gerade im Chat. Auch schon hier gewesen, glaube ich, einmal. Auch aus der Rostocker Crew. Nice, dass du da bist. Feuert wahrscheinlich seine Jungs an. Hier gerade Mikago. Etwas, ja, so ein Stock hinten. Ja, aber es ist Best of Three. Tut schon weh. Als Cheat sich zu SD'en ist halt echt hart. Okay, ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie gut er killen kann. Mit Jockey, guck mal, Drag Down, Down Smash. Drag Down Up Air, Down Smash ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Aber Captain Falcon auch einer der schwereren Charaktere. Ich wollte cool gerade den Up Smash reden, aber leider hat das nicht geklappt. Das sieht nicht sehr gut aus in dem Game für Mikago. Es ist schon sehr schwierig, das jetzt wieder zurückzuholen. Außer holt sich den Stock jetzt. Guck. Hier sich den Kill holen könnte. Down Throw, Captain Falcon. Oh, aber den. Fair Bouncing Fish hätte vielleicht nicht mehr getroffen. Dash Attack. Aber noch lange nicht. Back Air. Auch. Air Dodge rein, okay. Ja, Cruel wird jetzt gerade ein bisschen gehuntet. Jab, Jab, Knie. Das ist die Cruel Knie Combo. Ja, und down wie einfach rein in Shorten Knack. Shorten Knack. 1-0 für Cruel. Falls ihr das auf N64 auch schon gespielt habt, der schöne eckige Captain Falcon von N64. Yeah. Shorten Knack. Was geht da? Was geht da? Was geht da? 1-0 für Cruel. NTL am Leben. Mm. Okay, wir haben hier Werbung gerade. Oh, man kann Cody Rhodes mit Maske spielen. Ja,
Aber genau, wir können sehen, was sie schreibt auf jeden Fall. Mm. Ja, Link stimmt auch. NDZ Rising Nummer 20. Da bin ich mal gespannt, was wie Mikago da drauf reagiert, was er vielleicht pickt für eine Stage. Kann ja auch einen großen Unterschied machen bei Chic. Mit Plattform sein. Aber muss Captain Falcon hier auf jeden Fall, also mehr Patience. Oh, wir sehen Pit. Okay. Wahrscheinlich der Switch auf Pit. Genau, ansonsten mehr Patience im Neutral. Vielleicht auch der Switch auf Raw. Aber eigentlich Captain Falcon. Er bleibt bei Captain Falcon. Ja, wir brauchen hier. Mikao geht auf den Pit Egg. Knie oder so. Gut, also Game Nummer 2. Wir sehen die Adaption von. Sporty spielen, mit dem wird das Ding holen. Ja, wahrscheinlich. Ja, keiner kennt den Charakter. Nee, das könnte schon für Probleme sorgen bei Cruel, aber das ist doch auch schon mal ein guter Anfang hier für Mikago. Schöne 35%. Aber auch Pick ist gar nicht mal so ein schlechter Pick jetzt gewesen. Nee, ich glaube auch, das ist eigentlich ganz gut gegen Captain Falcon, weil er ihn offstage halt schon ein bisschen countert. Ja, er kann auch ihn echt outspacen so, ne? Sehr gespannt, wie Cruel da jetzt darauf reagieren wird. Ja, wir sehen hier auf jeden Fall Sicherheiten, da wird er sich dran gewöhnen müssen erstmal an dieses Matchup. Ja, jeder, der Cruel kennt, weiß, er wird nicht gewartet, er wird einfach auch gekloppt. Oh. Genau so, genau so, ja, genau so. Okay, okay, okay. Okay. Oh. Schade, schade. Aber fast wieder even, kann man sagen. Ja. Der F-Smash. Ja, er hat auf jeden Fall einiges, er hat Großes vor. Er hat Vision. Oh, nicer Grab, Forward nicer throw. Grab. Aggressiv nach hinten. Oh, schade, schade. Ja, das muss er machen, das muss er machen. Und die Down, die killt auch schon fast. Oh, okay. Ganz knapp. Die nächste wird es auf jeden Fall tun. Der Captain. Oh, ja, mit der Super Hammer schlau. Das weiß auch nicht jeder. Macht er jetzt. Oh, okay. Einfach Roll geht ab. Oh, okay. Oh, leider zu langsam gewesen, der Punish. So falsche Richtung. Aber auf jeden Fall eigentlich eine ganz gute Idee mit der Up-B. Also, ein Command Grab ist auf jeden Fall eine gute Killing Option. Oh, wollte ihn einfach. Bang! Okay. Die Back Air klärt dann auch. Hier mit dem ersten Kill. Und die Nair. Es ist even. Two Stocks each. What the fuck? Aber diesmal mit ein bisschen Reaction. Ja, jetzt ein bisschen die Pit-Kombos. Oh, okay. Oh, gefährlich. Oh, der gefährlich ist für ihn. So AB. Ein cool Move. Kombo geht weiter. Spiken bei 0%. Mhm. Ja, 43% ist jetzt noch nicht riesig. Ja, safe. Einfach rein da mit Captain Falcon drüber. Ja, ist wirklich so. Und vor allem Falcon Mains, die schon seit Brawl spielen. Also bei Brawl Captain Falcon konntest du auch nicht viel anders machen, als einfach nur aggressiv spielen. Das war das Einzige, was er hatte. Schnell sein. Spacey. Der Upsmash hat ja so heftig reingezogen. Fieser Staubsauger. Ja, so muss das. Nee. Wollen wir keinen Low-Tier Captain Falcon mehr sehen. Oh, aggressiv! Warum denn so aggressiv immer? Und die Down-V einfach rein. Und noch eine Down-V. Einfach rein da. Ja. Ja, okay, da konnte er nichts machen. Gute Idee mit dem. Cool mit dem Bedürfnis, schade. Da irgendwie rein zu spiken auf jeden Fall. Ich seh's doch. Ich seh's doch. Ja, sehen wir alle hier. Hey, es ist immer noch sehr even. Also, kannst sagen, was du willst. Oh, der ist fast geknappt. Und der Kill. Spot-Dodge wurde dann zu spät aktiviert. So früh, Mann. Was wird das? Oh, okay, er wollte Up-B-Punish machen. Ja. Aber killt noch nicht, deswegen. Ich hätte damit noch ein bisschen gewartet. Oh. Stay back. Ja, okay. jetzt ist. Oh, fast, mein Gott. Perfekte DI auf jeden Fall in die Edge. Mhm. In die Ecke. Oh, er kommt. Okay, dafür wird ein bisschen. Die Back-Air. Starke Back-Air. Ist es immer noch sehr even? Also eine Cruel-Combo. Ja, ich glaube, er hat noch keine einzige Abwehr getroffen, dieses, also irgendwie so Grab, Abwehr, ein paar Nairs. Okay, schön abgewartet von Cruel, kann man sagen, weil sonst wäre er auf jeden Fall tot. Tot. Okay. Es kommt ein bisschen was, Aggressiv. Oh, schön. Oh, wow, kein Punish dafür. Okay, die Down-Bee. Ja, Cruel kommt hier langsam zurück, behält das Momentum. Okay, die Ab. Smashes kommen jetzt ein bisschen zu oft, aber noch nicht gepunished wird. Es ist wieder sehr. Oh nein! Das war das Letzte, was ich sehen wollte. Oh no! Damn! Das
tut natürlich weh. Das tut halt echt weh. Das wollten wir nicht sehen. Wir wollten ein 1-1 oder hier eine Kombo sehen. Ah. Okay,